und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich ein Schoko-Kokos-Eis. Ich liebe ja Schoko und Kokos sowieso. Und das wird jetzt ein Eis am Stiel. Es ist super einfach aus nur wenigen Zutaten. Es ist viel gesünder als das Eis im Supermarkt, da es viel weniger Zucker enthält. Es enthält keine Sahne, denn es ist vegan. Und total einfach gemacht, super easy peasy, ihr werdet es gleich sehen. Also müsst ihr unbedingt nachmachen. Denn es schmeckt einfach sensationell gut und da jetzt bald die wärmere Zeit anbricht, könnt ihr das ruhig vorbereiten auf Vorrat in eurem Tiefkühler und dann könnt ihr immer ein leckeres Eis genießen. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt hier mal alles aufgebaut, was ihr für euer Eis braucht. Und zwar sind es wirklich sehr wenig Zutaten, und zwar um genau zu sein, 3. Und die erste Zutat, unsere Grundzutat, ist Kokosnussmilch. Und deshalb ist das Ganze auch vegan und laktosefrei. Also für alle, die das Eis im Supermarkt nicht essen dürfen, ist das jetzt eine super Alternative. Und bei der Kokosmilch müsst ihr darauf achten, dass ihr eine Vollfett-Kokosmilch verwendet. Also keine Light, denn dann wird das Ganze zu wässrig. Und schaut darauf, dass es wirklich 30% Fettgehalt hat und 90% ungefähr Kokosnussextrakt. Und dann habt ihr wirklich die Sicherheit, dass es eine Vollfett-Kokosmilch ist. Als nächste Zutat brauchen wir natürlich Kakao oder Schokolade, um ein Schokoeis herzustellen. Und da nehme ich hier ganz normalen Backkakao. Ihr könnt zum Beispiel auch rohen Kakaopulver verwenden oder einfach hier dunkle Schokolade oder eine Mischung. Da könnt ihr ein bisschen ausprobieren, was euch am besten schmeckt. Und die Schokoladigkeit könnt natürlich auch ihr dann bestimmen. Dann gebe ich natürlich noch ein bisschen Süße hinzu und ich habe jetzt hier Kokosblütenzucker. Ihr könntet zum Beispiel auch Ahornsirup verwenden, Reissirup und so weiter und es süßen, so sehr wie ihr das gerne süß haben möchtet, also weniger oder mehr. So, und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. So, und jetzt kommen alle Zutaten hier in meinen Maßbecher und dieser ist aus Glas und das ist super praktisch, denn ich kann das so in die Mikrowelle stellen und dann leicht erwärmen und hier kann ich dann super ordentlich in meine Förmchen eingießen. Und wer das nicht hat, der kann das Ganze natürlich auch in einem Topf auf dem Herd schmelzen, wirklich ganz langsam, nicht zum Kochen bringen und dann ist eure Eismasse auch schon fertig. So, meine Schokomasse ist jetzt fertig. Ich habe sie so lange erwärmt, bis die Schokolade geschmolzen ist und die ganzen Zutaten sich verbunden haben. Also nicht kochen, wirklich nur leicht erwärmen. Jetzt muss das Ganze natürlich noch in Eisförmchen umgefüllt werden. Diese hier, die habe ich aus der IKEA, finde ich super praktisch. Und da gibt es dann noch diese Einsätze dazu. Das ist praktisch unser Stiel, Eis am Stiel. Und wer das jetzt zum Beispiel nicht so schön findet, da kann man zum Beispiel auch solche Holzstiele verwenden, die habe ich mir jetzt bestellt, die finde ich dann auch ganz hübsch, vor allem für meine Fotos. Da ist nur wichtig zu beachten, diese erst reinstellen, wenn die Masse schon angefroren ist, weil sonst kann es sein, dass es euch verrutscht und dann schräg drinne liegt und bei denen ist es eben so, die bleiben immer gerade, da sie eben schön aufliegen. So, ich habe da mal was vorbereitet, den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Und da habe ich jetzt am Vortag mal welche eingefroren. Und wie man sehen kann, da muss man wirklich darauf achten, dass es ein bisschen mehr gefroren ist, damit das Holzstäbchen sich eben nicht verschiebt. Und bei denen hier ist es gar kein Problem, die sehen immer hübsch aus. So, ein bisschen erwärmen oder unter heißes Wasser halten. Und dann lässt sich das ganz einfach lösen und ihr habt super leckeres Schoki-Eis selbst gemacht. Total lecker, total einfach. Und genau aus der einen Dose Kokosmilch, da erhalte ich aus diesen Formen jetzt 7 bis 8 Stück. Was ihr auch noch machen könntet zum Beispiel, wäre solche Pralinenförmchen oder Eiswürfelbehälter aus Silikon. Einfach damit befüllen und dann habt ihr Pralinen gemacht. Also Eispralinen, auch total lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren und sieht vor allem auch schön aus, wenn man so kleine Pralinchen hat. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und wie immer findet ihr alle Mengenangaben, Tipps und Tricks auf meinem Blog fraujannik.com. Schaut dort vorbei, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ob es euch geschmeckt hat, ob es euch gelungen ist. Das freut mich jedes Mal riesig. Und wenn ihr mir ein Foto schicken möchtet von eurer Kreation, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar geht es am besten über Instagram und da benutzt ihr am besten den Hashtag Frau Jannik, dann kann ich es nämlich sehen.
So, ich gehe jetzt hier Eis essen. Oh, ich liebe dieses Schokoeis. Müsst ihr also wirklich unbedingt mal ausprobieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Einen ganz, ganz schönen Tag. Hoffentlich kommt bald der Sommer. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure